Schleichen kann ich jetzt mit X, ne? Ne, mit Y. Auch nicht. A? Ah. Okay. Da geht er in die Kackstellung. Ne, so kann er dann immer schön... An die Kiste darf ich ran, ne? Sache. Okay. Lassen mich da mal mit. Wolfsfelle. Zähne. Kavalonstück meins. Kavalonstück. Tut dir nicht leid, ne? Oh, was höre ich da? So, jetzt ist der Mordrak natürlich da hinten. Ich will mal versuchen, den nochmal anzulocken. Ach, nichts. Ups, da steht er ja schon. Schön erschrocken. Na los, erschieß ihn für mich. Da liegt ein Knüppel. Ich wollte Mordrak eigentlich näher... Okay, er hat sie erledigt. Jetzt steht er da. Weil ich glaube, wenn ich in die Höhle gehe, irgendwann hauen die nämlich ab, wenn man sich zu weit von einem entfernt. Dann gehen sie wieder nach Hause. Deswegen versuche ich hier mal, mich irgendwie hier reinzuschleichen. Das ist Mordraks Lager. Und ich glaube, ich kann jetzt auch nicht einfach speichern. Oh, ein Kurzbogen. Das habe ich gesagt. Und Pfeile. Das wusste ich aber gar nicht mehr. Okay. Ja, macht ja nichts. Bier, Spruchrolle. Oh, eine Spruchrolle. Gucke ich gleich nochmal. Ich bin mir auch noch sehr unentschlossen, ob ich denn mich magisch weiterbilden möchte oder lieber auf den Krieger gehe. Krieger ist eigentlich auch mal wieder geil. Ah, hier brauche ich was. Ich speichere mal auf dem anderen. Unbekannten. Fünften nenne ich das noch nicht. Das machen wir erst, wenn die fünfte Aufnahme läuft. Mist. Oh, ja. Oh, verfitterte Axt haben wir. Grobe Schwert haben wir auch. Das haben wir auch schon. Pfeil. Feuerpfeil. Okay. Gut, jetzt will ich aber nochmal gucken. Licht hieß die andere Spruchrolle. Okay. So, dann hoffe ich mal, dass der Gute noch da steht. Schon. Er steht noch da. Sehr schön. Ja, dann sind wir erstmal fertig. Den Bogen kann ich eigentlich anziehen. So, wenigstens einen Bogen. Hä? Wo zielt er drauf? Auf den Knüppel. Naja, wie auch immer. Der Knüppel ist auf jeden Fall schlechter. Ich will mich nicht hinsetzen. Schlechter als meins. Na, ich kann ja nochmal gucken. Genau, nur die groben Schwerter sind besser. Der Knüppel hat nur 5 Angriffsschaden. Also nicht so dolle. Gehen wir mal weiter. Hat er nicht noch ein Schwert? Tatsache. Sonst nix. Okay. Ach, ich liebe dieses Spiel. Das ist so schön. Harmonisch, melodisch. Story toll. Gut, die Grafik ist von 2001, aber... Die Geschichte ist einfach schön. Naja, gut. Zeig mal. Zeig mir deine Ware. Können wir nochmal handeln. Such dir was aus. Ja. Hast du noch Erz dabei? Brot. Du hast kein Erz? Habe ich dir mir schon alles weggenommen? Okay. Ja, dann gehen wir erstmal weiter. Und der läuft immer vor, macht mir alles kaputt. Das finde ich sehr schön. Ich könnte eigentlich überlegen, ob es hier irgendwo noch andere Örtlichkeiten gab, wo es zusätzliche Monster gibt, die ich ihm ziehen könnte. Aber ich denke nicht. Da hinten ist eine Höhle. Ich lasse ihn mal da stehen. Wegen besagter Höhle. Speichern. Okay. Ich muss mal ab und zu mal auf die Uhr linsen, weil ich meine Stoppuhr gerade nicht dabei habe. Ich mache wie immer Multifolgen. Das habt ihr mittlerweile auch schon mitbekommen. Ne? Ich mache mal so 2-3 Folgen hintereinander, die ich dann zusammenschneide. Oder besser gesagt auseinanderschneide. So, komm, ich habe noch Zeit hier auch zu warten. Ich kühle mich einfach mal ein bisschen durch. So. Naja, nicht drin, bin ich da dran. Moment. Das hat ja geil geklappt. Für gewöhnlich bin ich ein bisschen feiger unterwegs.
Ja, komm, einfach drüber, fertig. Was gibt's da für Trank? Verwitterte Äxte habe ich mittlerweile auch schon en masse. Na, es gibt immer verschiedene Stellen, eine besondere Waffe zu finden. Das ändert sich aber später noch im Verlaufe des Spiels. Dann gibt es wirklich. Was, wo guckt er hin? Einzigartige Waffen. Okay. Da oben ist auch noch was. Oh, da komme ich, glaube ich, von hier nicht hin, ne? Nee. Da oben ist auch noch was. Da komme ich nicht hin. Na gut. Essen wir erstmal einen Happen. Fleisch haben wir ja selber gebraten. Das können wir auch benutzen. Das ist auch das. Na, das lohnt sich am ehesten auch, die zu benutzen. Als irgendwelche Waldbeeren. Die werden schnell. Werden schnell schlecht. Die werden schnell ein bisschen wertlos für uns. Aber zum Verkaufen oder zum. Ich glaube, zum Quest erfüllen braucht man die auch noch später. Speichern. Und ich versuche es doch nochmal. Mist. Na gut, das soll noch reichen. Vielleicht, wenn ich hier hinlaufe, komme ich nämlich da drüben auf den Platz. Was? Oder auch nicht. Es wird Nacht. Wir sind hier zum Glück nicht in Minecraft. Ich muss hier nicht schlafen oder so. Kann ich den abschießen? Okay. Kommst du hier hoch? Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Och nee, dü. Okay, die Biene interessiert sich noch nicht für mich. Jetzt interessiert sie sich für mich. Die Fliege könnte ich schaffen. Ach du Scheiße. War fast tot. Leute. Hoppla. Schnell mal ein Happen essen. Aber es hat funktioniert. Da drüben ans Ufer gehe ich aber nicht. Ich will den Mordrak nicht verlieren. Wie gesagt, wenn ich mich zu weit entferne, da haut er nämlich gern mal ab. Noch ist er da, das ist gut. Und die Wölfe. Eigentlich sollte ich die Wölfe erst kaputt machen, wenn ich auch wirklich diese Jägerfertigkeiten erlernt habe. Hallo? Ach, da brauche ich wieder was. Muss ich wieder auf dem Unbekannten speichern. So. Naja, wir schaffen das schon. Links, rechts, rechts, links. Toll. Oh, drei Dietriche, zwei Flaschen, 10 Pfeile, Fackeln. Wunderbar. So, so ein verstecktes Lager hier gefunden. Ja, ich hätte mal speichern sollen. So. Und rechts, rechts, links, Mist. Rechts, rechts, links, rechts. Nachher nehme ich noch ein bisschen Minecraft auf. Ach, schön. Also wie gesagt, ich kann das ja noch einmal. Ich kann das ja noch mal festhalten. Ich muss hier erstmal. Okay, hat funktioniert. Wie gesagt, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag soll das bisher rauskommen. Mal sehen, ob mein Plan aufgeht. Ich habe ihm nicht so einen lecker Zettel geschrieben. Und beispielsweise Starbound hat Mittwoch, Freitag. Nee, Mittwoch und Samstag, genau. Weil da gibt es ein paar weniger Folgen. Weil ich dafür, das spielen wir im Together quasi. Und mein Kollege da, der Beadle, der hat da ja nicht immer Zeit. Da müssen wir immer erst einen Termin finden. Let's Show nur am Wochenende. Da bin ich auch bald mit fertig, ehrlich gesagt. Komm schon. Mist. Jetzt haut der Wolf ab. Ich lock den mal. Erstmal speichern. Auf die 4, bitte. 4. 4. Ja, Let's Show ist mich bald beendet. Viel habe ich nicht. Mittlerweile sind es echt schon 8 Stunden Gesamtlänge. Na, so ein bisschen habe ich auch. Und, komm schon. Hilfe! Danke! War hier noch irgendwo was? Da, ne? Nee. Ach, hier ist noch so ein Seramist. Ich habe früher mal Seramist gesagt. So ein Dünger.
Kunstdünger. Was habe ich vergessen? Super Meat Treat beispielsweise. Montag, Mittwoch, Freitag und ja, das war's. Ach, da vorne steht eine. Na, dann wollen wir den nochmal besuchen gehen. Speichern. Mordrak wartet hier brav. Ich gucke hier hinten nochmal, ob hier irgendwas war. Ich weiß das gar nicht mehr. Also wie gesagt, es gibt Stellen in dem Spiel, die kenne ich sehr gut. Auch so manche Tricks, wie man schneller an Erfahrung kommt. Naja, vielleicht kennt ihr da noch bessere wie ich. Das dürft ihr mir gerne schreiben. Aber den hier kenne ich zum Beispiel auch noch. Der Aiden. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Ach. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Hatte ich ein Level ab? Nee, ne? Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Alles. Ach, du schöne Welt. Und nur ein Lernpunkt. Habe ich eine Menge Erz. Also mit 300 Erz könnte ich alles lernen. Habe ich denn 4 Lernpunkte? Ich guck mal eben. Weil man kann auch nicht bei jedem Menschen alles lernen. Nee. Aber mir fehlen noch 200 Erfahrung. Ja, notfalls muss ich dann halt wiederkommen. Ich würde sagen, wir folgen ihm erstmal weiter. Das können wir immer noch machen. Das eilt ja nicht. Bloß die drei Wölfe, die wir gerade getötet haben. Ja, gut. Das ist Geld, das man dann zusätzlich verdienen könnte. Habt ihr das auch gehört? War hier was? Hä? Ich höre hier irgendwas. Was ist das? Da steht eine Pflanze. Das ist Steinwurzel. Okay. Merkwürdig. Dieses komische... Was war das? Keine Idee. Rostiges Schwert. Der Goblin gibt mir nichts. Rostige Schwerter kann ich dann auch bald mal wieder verkaufen. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil es auch Nacht ist. Die Musik ist auch mal so schön. Ich habe das früher auch gesuchtet. 2001 hatte ich das aber noch nicht. Ich glaube, das war 2004 oder 2005, wo ich das dann mir zugelegt habe. Das gab es damals... Ach komm. In so einem Spielepaket dazu. Wieder 2 Dietriche. Und genug Erz. Wunderbar. Wie viel habe ich denn schon? Hallo? Mach doch mal. Ja. Wie viel Erz habe ich denn? 600. Da kommt mir fast der Huster hoch. So. Geh nochmal. Ja. Wenn du... Gut. Mach das nicht nochmal. Ich könnte ihn natürlich auch erledigen für Torus. Ich wollte eigentlich so ein... Wenn du Streit suchst... Nein, will ich nicht. Gut. Mach das nicht nochmal. Oh. Mist. Wir rennen schon weiter. Ich will mal versuchen, einen von denen zu ziehen. Ich könnte auch alle versuchen zu. Ich will den anderen haben. Wie komme ich denn auf... Nee. Wahrscheinlich treffe ich gar nicht. Gut, jetzt habe ich auf alle mal geschossen. Ach, weißt du was? Ich laufe jetzt hier rein. Guten Tag, die Damen. Mordrak. Bock, bock. Ah, sehr schön. Was, jetzt schon? Ich habe doch keine 200 Erfahrung gerade gemacht. Oder habe ich mich vorhin verlesen? Aua. Doch mal deinen Knüppel aus. Danke. Gut, dann heb ich mich schon mal auf. Seht ihr, und so habe ich das vorhin gemeint.
einfach mal ein bisschen querbeet laufen, ein paar andere Mobs andickern. Und dann erledigt der Kollege. Jetzt hatte ich ein Level up, aber wenn ich da jetzt zurückgehe. Nee, wir gehen dann erst ins Lager. Ich esse nochmal einen Happen. Mahlzeit. So, dann gehen wir hier nochmal so. Einmal gespeichert. Spät haben wir es. Genug. So. Ich habe heute noch nicht oft genug so gesagt. Ich glaube, hier kam immer irgendein Bienchen an. So kann man mich frühzeitig schon sehr viele Level machen, wenn man weiß, wo die Monster kommen. Beziehungsweise wenn man weiß, wo er langläuft. Und dann einfach immer mal ein bisschen was an. Locken. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß das gar nicht mehr. Mal sehen. Das bringt gar nichts. Ich schätze mal, die sind ein bisschen fiese. Die hatten mich ja vorhin schon fast umgebracht. Ach. Warte. Wie, was, wen hast du da hin umgebracht? Steht da 70 oder 20? 70. Gut, jetzt steht er schon ein Stückchen weiter. Wir speichern einfach mal hier. Oh, gerade hat sich noch die Biene bewegt, habt ihr gesehen? Dann versuche ich einfach nochmal anzulocken. Hallo, die Damen. Das ist ja wie Hubschrauber. Okay, scheint zu funktionieren. Und die... Mehr kommen da nicht. Komm schon. Ich will, dass die anderen... den Mordrak... dass den mitkriegen und ich somit noch ein paar mehr Punkte sammeln kann. Bevor ich ins Lager gehe, hätte ich gerne noch irgendwie 20 Lernpunkte frei, denn ich werde so einige brauchen, fürchte ich. Ah. Ach ey. Ja gut, da müsst ihr jetzt auch durch, ne? Genau wie ich. Ich muss ja genauso durch. Ich werde hier einfach noch ein paar anlocken. Der Mordrak, dem macht das ja nichts. Der ist ja fast unbesiegbar. Ja, du darfst schon weiter mitlaufen. Na gut, lass ich die halt. Wollen ja auch mal weiterkommen. So. Was brummt denn da immer so komisch? Wenn ich... Oh, ist das der Mordrak? Egal. So. Da sind wir, am neuen Lager. Ist eigentlich ein guter Zeitpunkt für einen Schnitt. So. Hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Gut, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause. Tschüss.